Heute erfahren Sie, wie man den Freeway Dreirad zusammenbaut. Im Set befindet sich ein Fahrradrahmen mit Fußbank, ein Vorderrad mit Pedalen, ein Schutzblech, eine Fahrradgabel, zwei Schrauben mit Mutter zur Befestigung der Fahrradgabel, zwei Hinterräder, ein Lenker mit Polster, eine Schraube mit Mutter zur Montage des Lenkers, eine Schraubenabdeckung für den Lenker, eine Klingel inklusive Befestigungsschraube, eine Rückenlehne, eine Schraube mit Mutter zur Befestigung der Rückenlehne mit der Sitzfläche, die Sitzfläche, ein Rückenlehnenpolster, ein Sitz mit Sicherheitsgurt, ein Sitzflächenpolster, zwei Schrauben zur Befestigung des Sitzes, vier Muttern zur Sitzbefestigung, ein Korb, eine Schraube zur Befestigung des Korbs, eine Getränkehalterung, ein Schubbügel, ein zweiteiliger Sicherheitsbügel, ein Klappdach, zwei Montageschlüssel. Man beginnt mit dem Verbinden des Rahmens mit den Hinterrädern. Dieses schiebt man in den Rahmen, bis es klickt. Nun das Vorderrad. Die Fahrradgabel führt man an diesen Punkten auf beiden Radseiten ein. Dies befestigt man mit Hilfe der Schrauben und den dazugehörigen Muttern. Als nächstes schiebt man das Schutzblech so auf die Gabel, dass diese Einkerbung vorne ist. Dies drückt man so weit wie möglich zusammen. Die Noppen sollten sich an dieser Stelle befinden und sichtbar sein. Nun drückt man das Vorderrad und die Gabel mit dem Fahrradrahmen zusammen. Auf zum Lenker. Diesen führt man in den Rahmen ein und befestigt an dieser Stelle die Schraube mit Hilfe der Mutter. Dies zieht man fest und macht die Kappe drauf. Anschließend befestigt man den Korb mit Hilfe dieser Schraube. Nun kann man den Sitz montieren. Zunächst verbindet man die Rückenlehne mit der Sitzhalterung mit Hilfe dieser Schraube und dieser Mutter. An dieser Stelle zieht man die Mutter fest. Auf die Sitzhalterung legt man die Sitzfläche, platziert die Schrauben und legt es an den Rahmen. Nun führt man die Schrauben durch diese Löcher. An dieser Stelle dreht man die Mutter fest. Der Freeway hat drei Polsterelemente. Für die Rückenlehne, die Sitzfläche und den Lenker. Vor der Montage auf dem Dreirad schnallt man den Gurt ab. Man fängt mit der Sitzfläche an. Hierzu führt man den Gurt an diesen Öffnungen durch. Das Polster zieht man nun über die Sitzfläche und befestigt die Schnallen mit Hilfe der Klammer. Anschließend zieht man das Rückenlehnenpolster, wie zu sehen ist, auf. Dann schnallt man das Polster am Lenkrad fest. Nun kann man die Seitenbleche montieren. Man schiebt sie von beiden Seiten auf. Abschließend legt man den Schrittgurt über und schnallt den Sicherheitsbügel zu. Zeit, das Klappdach zu montieren. Dieses schiebt man auf die Öffnungen an dieser Stelle und sichert es mit diesem Hebel ab. Kommen wir zum Schubbügel. Diesen schiebt man in diese Öffnungen, bis das Sperrgeräusch ertönt. Als nächstes montiert man die Getränkehalterung. Um die Klingel zu befestigen, muss man zunächst diese Schraube entfernen. Anschließend kann man die Unterschale auf dem Lenker platzieren und festschrauben. Super, der Freeway ist fahrbereit.
Das Klappdach regulieren Sie, indem Sie diese Klammer aufspannen und die gewünschte Position aussuchen. Der Freeway ist leicht an die Bedürfnisse des Kindes anpassbar. Sollte das Kind nicht an die Pedale kommen oder es nicht mehr radeln möchte, klappt man die Pedale, wie man sieht, zusammen. In dieser Situation sollte die Pedalblockade nicht aktiviert sein, damit sie die Räder nicht antreiben. Kann das Kind radeln, klappt man die Fußbänke zusammen, schiebt den Hebel beiseite und aktiviert die Blockade, damit die Pedale das Rad antreiben können. Im Freeway kann das Kind mit oder gegen die Fahrtrichtung sitzen. Um die Sitzposition zu ändern, entfernen Sie den Schuhbügel, drücken den roten Knopf und drehen den Sitz, bis es klickt. In diesem Dreirad kann man die Entfernung des Sitzes von der Rückenlehne und des Bügels frei anpassen. Dafür müssen Sie den Sicherheitsbügel aufklappen und die Gurte abschnallen, das Sitzpolster abnehmen, mit Hilfe eines Schraubenschlüssels und Schraubenziehers den Sitz abmontieren . Die Sitzhalterung abnehmen und um eine Stufe weiter verschieben, den Sitz aufstellen und festschrauben. Abschließend zieht man das Polster auf. Man schnallt den Gurt zu und reguliert wie folgt. Anschließend klappt man den Bügel zu. Den Schubbügel regulieren Sie, indem Sie den Knopf drücken und den Bügel schieben. Freeway passt man an größere Kinder an, indem man einzelne Teile abbaut. Um das Klappdach zu entfernen, muss man den Hebel umschalten und das Dach rausziehen. Ebenfalls kann man den Sicherheitsbügel entfernen. Dafür müssen wir ihn aufklappen und den Schrittgurt abnehmen. Nun entfernt man die Seitenbleche. Um den Schubbügel rauszunehmen, drücken wir diesen Knopf und ziehen ihn raus. Um das Polster zur Wäsche abzumontieren, entfernt man das Rückenlehnenpolster, schnallt die Gurte ab, zieht das Sitzpolster ab. Zur Not kann man das Polster des Lenkers ebenfalls abnehmen. Für eigenständiges Fahren kann man ebenfalls die Gurte abnehmen. Wir drehen die Kappen an dieser Stelle ab, nehmen die Gurte ab und drehen die Kappen wieder auf. Fertig! Das Freeway Dreirad ist bereit zur eigenständigen Fahrt. Wir wünschen einen angenehmen Gebrauch. Kindercraft. Easy with kids.